Mein Name ist Peter Jochem. Ich bin katholischer Priester und nun schon seit einigen Jahren hier Pfarrer der katholischen Hochschulgemeinde. Katholische Hochschulgemeinde, das ist ein Ort, der einmal den Studierenden, aber auch allen Mitarbeitenden an den Hochschulen in Dortmund einen Raum bieten möchte, wo ihr, wo sie ihren Glauben leben, tiefer kennenlernen und auch noch einmal persönlich vertiefen können. Das geschieht ja vor allen Dingen für euch, die Studierenden, in einer besonderen Lebensphase und in einer besonderen Lebenssituation, nämlich in der ihr mittels des Studiums euch vorbereitet auf euren späteren Beruf und auch auf die spätere Karriere. In einer solchen Lebensphase ist es gut, wenn man Möglichkeiten hat, seinen Ort und seinen Platz zu finden, gerade auch in der Schnittstelle zwischen Glaube und Wissenschaft. Darum bieten wir auch verschiedenste Veranstaltungen an, die das ganze Feld von Religion, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik abdecken. Wir bieten euch natürlich hier als allererstes Gottesdienste an, genauso aber auch Glaubenskurse. Ebenso laden wir dabei herzlich ein, auch die Kirche näher kennenzulernen. Das geschieht auch unter anderem durch Exkursionen, die uns schon bis nach Spanien, nach Brasilien geführt haben. Das kann natürlich hier ich nicht alleine machen. Gott sei Dank habe ich wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da darf ich Frau Quartermann erwähnen, die hier für das öffentliche Leben der KHG zuständig ist, vor allen Dingen auch für die soziale Beratung, die wir anbieten. Ebenso tut das Frau Evelyn Moos mit verschiedensten Aktionen, die sie hier in der KHG anbietet und die ebenso noch zuständig ist für das sogenannte Mentorat, eine Besonderheit hier an der KHG Dortmund. Wir begleiten hier die Lehramtsstudierenden der katholischen Theologie auf ihr späteres Dasein als Religionslehrerin und Religionslehrer. Und wir haben natürlich auch jemanden, der hier so den Laden zusammenhält. Das ist unsere Sekretärin, Frau Bussmann, die für den ganzen administrativen Teil mit zuständig ist. Ich lade euch herzlich ein, einfach mal hereinzuschauen. Auf diesem Weg werdet ihr auch unseren Hausmeister kennenlernen, Herrn Dietz, der auch hier für das Gebäudliche zuständig ist, aber auch immer mal gute Tipps hat, wenn man zu Hause irgendwelche Probleme hat. Ich bin der festen Überzeugung, ihr werdet dies als einen Ort entdecken, an dem es viel Neues gibt, an dem es spannende Dinge gibt und Dinge, die Freude bereiten.